Ja, schönen guten Abend. Bevor ich anfange, würde ich gerne ganz kurz beten. Wenn es euch heute nicht ausmacht, könnt ihr kurz bitte aufstehen. Oh, du wunderbarer Jesus Christus, das, was du für uns getan hast, ja, wir können es gar nicht mit Worten dir sagen, aber das, was wir tun können, ist einfach vom Herzen ein Dankeschön sagen. Jesus, danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass du jetzt meine Lippen öffnest, dass ich deinen Ruhm verkündige. Und das ist heute mein Wunsch, Jesus. Und ich flehe dich an und ich bete dich an, Jesus. In deinen geliebten Namen. Amen. Amen. Okay, es ist für mich eine Freude, hier zu stehen und das Evangelium zu erklären oder ein bisschen zu predigen. Wenn jemand früher Fußball gespielt hat, weiß, was das heißt, von F-Jugend und mit der D-Jugend und C-Jugend und A-Jugend und irgendwann mal spielt man im Ersten. Das ist so das Highlight in Fußball. Und bei mir ist es genau das Gleiche. Ich war ein Spieler, der genauso saß jetzt wie ihr hier. Ich bin seit 10 Jahren, komme ich jetzt mal zu Konferenzen. Und ich habe so viele Menschen gesehen und so viele Leute, die gepredigt haben. Und jetzt darf ich hier stehen und ich darf von Jesus Christus reden. Ist das nicht ein Geschenk für mich und für euch? Der Herr holt von unserer Mitte Leute, er befähigt, sein Wort zu verkündigen. Obwohl wir nicht wert sind, unseren Mund aufzutun und seinen wunderbaren Namen in unseren Mund tun zu dürfen. Aber er ist so gut, dass er uns, wir so kaputten Menschen, befähigt, sein Wort zu sagen. Hammer, oder? Es ist echt cool, von so einem Jesus reden zu dürfen. Es sind vielleicht ein paar neue Leute hier und es stellen sich vielleicht die Frage, was ist überhaupt eine Konferenz? Was ist überhaupt dieses Thema? Um was geht überhaupt hier? Man kommt hier hin, es klingt alles so spanisch. Du sollst dich bekehren, einer redet von Heiligen Geist, einer redet von Jesus. Hey, gibt's nichts anderes hier? Kann man nicht Bargier tanzen oder so? Was ist das eigentlich hier? Bevor ich anfange von meinem Predigt, ich sage es, wenn ihr bereit seid zu hören, bleibt hier. Wenn ihr nicht bereit seid, da ist die Tür. Geht bitte raus. Es ist besser für die Leute, die offenes Herz haben, die offenes Ohren haben, zu hören, als die Leute, die einander stören und nicht hören wollen. Das ist die Tür. Und ich habe noch nicht angefangen zu predigen. Wenn jemand nicht hören will, er kann gerne rausgehen. Es ist überhaupt kein Problem. Ich hoffe, dass du mit einer freien Entscheidung hingekommen bist, um das Wort Gottes zu hören. Denn wenn es um Gott geht, gibt es keinen Spaß mehr. Okay? Wenn wir Spaß haben wollen, wir können alle Talkshows angucken, wir können so viele Moderatoren hören, die Spaß machen wollen. Dann gehen wir ins Zirkus, okay? Aber wenn es um Gottes Wort geht, bleibt bitte ruhig und hört bitte richtig zu. Wenn ihr nicht fähig seid, geht bitte jetzt raus. Es ist hart. Und Gott spricht auch hart. Okay? Wenn wir mit Gott eine Beziehung anfangen, wie wir eben in diesem Theater gesehen haben, dann verändert unser Leben. Wenn jemand eine Entscheidung für Christus getroffen hat und er lebt genauso wie früher, dann war das keine richtige Entscheidung vom Herzen. Und die Bibel spricht davon, wenn man Jesus Christus angenommen hat, dann dient man einem Herrn. Und das ist Jesus. Wir haben früher diese Welt gedient. Ich bin der Größte, der hier ist, der diese Welt gedient hat. Aber ich bin dem Herrn dankbar, dass ich jetzt nicht mehr diese Welt diene, obwohl ich in der Welt lebe, sondern ich diene nur allein in Jesus Christus. Warum? Weil er würdig ist. Ihm alleine gebührt die Ehre. Amen. Ja, eben hat mich einer gefragt, was ist überhaupt dieses Thema von dieser ganzen Konferenz? Um was geht es überhaupt hier? Es ist nicht schlimm. Es ist überhaupt kein Problem. Man kann ja ruhig sagen. Also ich sag mal ganz kurz, okay? Wir sind keine Sekte. Hier gibt es keine Gehirnwäsche oder sowas. Hier ist ein Ort wie eine Therapie. Es sind Menschen, die Jesus Christus lieben. Es sind Menschen, die einander ermutigen wollen. Denn unsere Ermutigung können wir nicht in Aldi kaufen, Leute.
Unsere Ermutigung können wir nicht in Diskotheken bekommen. Es ist ein Ort hier, wo eine Konferenz ist, wo Menschen, egal in welchen Gemeinden sind, zusammenkommen und miteinander teilen, einander dienen und sagen, hey, wir wollen diese Konferenz dienen. Wir wollen andere Geschwister ermutigen. Und das ist gut. Vielleicht hat einer anderen Ziel. Kommt ihr hin, vielleicht will was mal anders. Es ist okay, aber ihr werdet sehen, dass es unterschiedliche Christen gibt. Es gibt welche, die dienen dem Herrn von ganzem Herzen. Und die haben ihre Leben von ganzem Herzen dienen dem Herrn. Und andere sind ganz normale Christen. Und die dienen vielleicht dem Herrn nicht so. Trotzdem müssen wir diese Menschen tragen. Das ist dienen. Einander zu tragen, einander zu helfen. Das ist dienen. Und jetzt frage ich euch, ihr lebt in Deutschland. Ihr habt das Wort Diakonie bestimmt oft gelesen. Wer weiß, was Diakonie bedeutet? Esther? Soziale Organisation, die Menschen helfen. Okay, was noch? Aufseherdienst. Aufseherdienst? Sehr gut, was noch? Familienpflegedienst. Was noch? Diener. Diener, sehr gut. Ich stoppe jetzt hier, weil er recht hat. Die Bibel spricht von Dienen. Wir Christen kennen das vielleicht nicht. Ich erzähle ganz kurz, wie ich Jesus Christus diene. Es sind ein paar hier, ich habe mein Zeugnis noch nicht erzählt. Ich werde ganz kurz, ja, also kürzeste Version machen, wie ich zum Glauben gekommen bin. In Römer steht ein Vers, das ist immer so mein Leitvers, wenn ich meine Zeugnis erzähle. Ich schäme mich von den frühen Werken, was ich früher getan habe. Aber ich sage es, damit Jesus Christus verherrlicht wird. Okay? Also mein Leben, ich denke, viele hier, die kennen das, es war nicht so, wie Gott es gewollt hat. Ich kannte Jesus, so wie ihr mit vielen Leuten oder Aramäer, Assyrer, Jesus kennen. Nur vom Kopf, aber nicht vom Herz. Und in meinem Leben fehlt dir echt gar nichts. Es gibt nichts, was ich nicht hatte. Es war alles super. Aber diesen Jesus, von dem er spricht, von dem wir sprechen, den kannte ich nicht. Und ich bin nicht durch einen Mensch zum Glauben gekommen. Aber Jesus Christus, wo wir sagen, er lebt, es ist wahr. Es ist keine Märchen, es ist keine Geschichte. Jesus Christus lebt. Er selbst kam in die Tiefgarage, wo ich war. Es ist kein Traum gewesen. Wenn es ein Traum wäre, würden hier viele zweifeln und sagen, Sammy, du hast vielleicht vorher was getrunken oder du hast was gehabt, deswegen redest du. Es ist die Realität. Es war am 21.06.2004 um 9 Uhr, es war Montag. Ich war in der Tiefgarage und auf einmal hörte ich eine Stimme. Und diese Stimme sagte, ich bin Jesus. Ich habe mich rumgedreht, ich habe keinen Menschen gesehen. Aber eine Stimme habe ich gehört, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und diese Stimme sagte, Sammy, ich bin Jesus. Und wo der Jesus gesagt hat, ich habe gesagt, Jesus, geh weg von mir. Ich bin nicht heilig, ich bin ein Sünder. Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen oder nie gewusst, dass ich ein Sünder bin. In dem Moment kam Jesus Christus und sagte, ich bin aber für deine Sünden gestorben. Wo er das gesagt hat, ich habe geschrien und gesagt, nein, Jesus, es kann überhaupt nicht sein. Er sagt, weil ich dich liebe, habe ich mein Leben für dich gegeben. In Tiefgarage verändert Jesus mein Leben. Er macht aus alten Sammy einen neuen Sammy. Nicht wie die Menschen haben wollten, sondern wie Jesus mich haben wollte. Er veränderte mich und ich habe nur eine Frage gestellt. Jesus, was kann ich dir tun? Das, was du für mich getan hast, ich kann dir es überhaupt nicht mehr geben. Was kann ich dir tun? Ich habe gesagt, Herr, ich will dir dienen. Ich will dir dienen. Ich habe einen Hammerjob gehabt. Ich war fast jede Woche in einem anderen Land. Ich habe echt gutes Geld verdient. Ich habe gesagt, Jesus, das gebe ich ab. Meine Familie gebe ich ab. Ich gehe und will dein Wort lernen. Ich habe 3 Jahre Bibelschule gemacht. Wer mich kennt, der weiß, dass ich in Deutsch nicht gut bin. Er weiß, dass ich nicht mal wusste, was Examen ist. Ich bin in eine theologische Schule gegangen, wo Examen geschrieben wurden. Und guckt mal an, so ein kaputter Mensch, so ein Mensch, der nicht fähig war, der nicht so ein Deutsch hat, der nicht so eine Rhetorik drauf hat, verändert Jesus. Er macht so, wie er haben will. Er bringt Menschen, die nicht sind,
schnell zu Menschen, die meinen, die sind weise, damit der Herr sich in solchen Menschen, so kaputten Menschen wie ich, sich präsentiert. Hammer, oder? Das ist Jesus. Jesus nimmt so einen Menschen, der so kaputt ist, der keine Rhetorik, kein gutes Deutsch hat, stellt hin zum seinen Dienst. Das war mein Leben, wo ich jetzt für Jesus diene. Weil diesem Thema heute geht es hier um Dienen. Ein deutscher Missionar, der sehr groß geworden ist, der erste Missionar, wo der Missionare gesendet hat, der ist nach Amsterdam gegangen. Und Amsterdam war ein ganz großes Schaufenster, okay? Und er hat diesen Kopf von Jesus, der so mit Dornen ist, war eine Aufschrift drauf. Da stand: Das habe ich für dich getan. Und unten stand drunter: Und was tust du für mich? Und dieser Mensch, sein Leben wurde verändert. Er war der erste Missionar, der den Missionar in Ausland gesendet hat. Ist das nicht Hammer? Durch ein einziges Bild an ein Schaufenster hat Jesus an diesen Menschen gearbeitet. Oben stand ganz normal drauf: Und das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Das fragt heute Jesus. Und wie wir eben gesehen haben in diesem Theater, er sagte: Ich und meinem Haus wollen dem Herrn dienen. Wenn wir heute in diese Gesellschaft reingehen, sehen wir, wie Dienen aussieht. Früher kann ich mich auch gut vorstellen, also lange ist das auch nicht her, aber ich glaube, eine Generation vor mir kann das bestimmt bestätigen. Früher ging man zum Tankstellen und man musste hier gar nicht aussteigen. Man hat Schlüssel gegeben und die haben Tankdeckel aufgemacht und die haben für dich getankt, die haben dir gedient und du brauchst nur bezahlen und weg warst du. Heute bedient dich hier keiner mehr. Es ist immer noch Selbstbedienung. Egal, wo du Restaurant gehst manchmal, Tankstellen, es ist nur noch SB, Selbstbedienung. Im Neuen Testament kennen wir das Wort Diakonie. Diakonie bedeutet Dienst oder Dienen. Wir werden in einen Text reingehen, okay? Ich will heute nicht so lang machen, weil ich weiß, wie euch geht's, okay? Ich hoffe es. Wer liest viel die Bibel? Hand hoch. Wer liest viel die Bibel? Jeden Tag. Ach du Schreck. Okay. Wer weiß, wer Malachi ist? Malachi, wer das ist? Was ist Malachi? Wer ist Malachi? Malachi. Bitte? Welcher Prophet? Okay, was noch? Der letzte Prophet. Es ist zwischen Malachi und Matthäus. Neues Testament sind wie viele Jahre? 400 Jahre. Was hat Gott in 400 Jahren gemacht? Er hat geschwiegen. Okay? Er hat geschwiegen. Er hat geschwiegen. Jetzt gehen wir in diesen Malachi rein. Malachi bedeutet eigentlich auf Französisch oder Aramäisch. Malachi, mein Bote da. Mein Bote, Malachi oder Engel. Engel kann man sagen, es sind zwei Auslegungen da. Aber ist okay, ist kein Problem. Jetzt gehen wir in Malachi rein, okay? Diese Leute, die heute und seit Freitag diese Konferenz veranstaltet haben, was haben die uns gemacht? Oder was haben die für uns getan? Die haben uns gedient. Die haben uns gedient. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn diese Menschen uns dienen und es nicht mal ein Dankeschön von uns kommt. Kennt ihr bei Boxer, wenn ein Boxer nicht mehr boxt, nicht mehr boxen kann, was macht der Trainer? Er schmeißt sein Handtuch. Er sagt: Stopp, es geht nicht mehr. Und wir Christen sind in manchen Positionen so weit, dass wir es nicht mehr dienen können, weil es bei uns keine Ermutigung mehr gibt. Wenn du in der Gemeinde was tust für Jesus Christus, wirst du von jeder Seite angemacht. Du wirst dem Herrn dienen, aber von jeder Seite wirst du angemacht. Wenn wir heute eine Hafte machen würden, wie viele Menschen würden kommen? Es werden viele kommen, die werden deine Hand küssen, die werden Johnny Walker Flaschen mitbringen, die werden tanzen, die werden sagen: Hey, dieser Junge hat eine Hafte gemacht, das war Hammer. Aber tust du eine Veranstaltung für Jesus Christus, um die Menschen zu holen, um ein neues Leben zu schenken, was machen diese Menschen? Die werden sich noch beschweren und sagen: Das sind Sekten, das sind Zeugen Jehovas und was weiß ich was. Es ist nicht schlimm. Es ist so schlimm in diesem Deutschland, ja? Und das sind unsere Christen, Leute. Es sind keine Fremde, die sagen: Wir kennen Jesus.
Es ist echt eine Entmutigung für Jesus manchmal zu dienen. Weil wir nicht so laufen wie die. Dann ist das falsche Dienen oder was? Machen wir Happiness, sollen wir wie die sein? Wir können machen. Wir haben dann überall Freunde. Das genau gleiche Problem, was wir jetzt Christen haben, hatten damals die Israelis auch. Jetzt bin ich gleich Gott, ihr werdet sehen. Ihr werdet Gänsehaut bekommen. Ich habe geweint. Ich habe geweint, wo ich diesen Text gelesen habe. Ich habe gesagt, das will ich nicht machen, was diese Volk gemacht hat. Sollen wir kurz mal vorlesen, was da war? Es ist schlimm. Und das genau gleich ist heute auch. Und ich will euch sagen, ihr, die diese Konferenz veranstaltet habt, es ist nicht umsonst. Der Herr wird euch das geben. Der Herr wird euch 10-fache geben. 100-fache, weil ihr dem Herrn dient. Es ist nicht umsonst, dass ihr seid, Brüder und Schwestern. Schmeißt diese Handtuch bitte noch nicht weg, okay? Schmeißt diese Handtuch nicht weg. Es ist entmutigend, Leute. Glaubt mir, es ist entmutigend, dem Herrn zu dienen. Heute. Aber wir werden sehen, was sagt Gott. Wenn Gott sagt, es ist gleich, ob du mir dienst oder nicht, dann diene ich diesem Gott nicht mehr. So wahr wie ich dir stehe, ich werde diesem Jesus nicht mehr dienen, wenn er sagt, es ist gleich, diesen Menschen, ob du mir dienst oder nicht. Ich diene diesem Jesus nicht. Dient ihr diesem Jesus? Hey, ist es gleich? Ist das Gerechtigkeit, wenn ein Mensch, der nur mit seinem Leben lebt und dem Herrn nicht dient, und ich gebe mein ganzes Leben für Jesus, ist das gleich, wenn wir bei ihm stehen? Ich kenne diesen Jesus nicht. Ich weiß es nicht. Okay. In Malachi 3 geht es um einen Dialog. Zwischen wem? Was ist Dialog? Wenn zwei sprechen, stimmt? Volk spricht mit Gott. Mal gucken, was Gott denn für eine Antwort gibt, okay? Gut. In Malachi 3, Vers 13. Da sagt er, ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Guck mal, Gott sagt, ihr redet hart gegen mich. Was habt ihr für ein Problem mit mir? Ihr redet hart gegen mich. Ist das liebender Gott? Ist das ein liebender Gott? Klar. Aber was sagt ihr? Ihr redet hart gegen mich. Stopp! Ihr redet hart gegen mich. Und die Menschen sagen, ja, was reden wir hart gegen dich? Ja, was denn? Der sagt, ihr sagt, sagt Gott zu dem Dialog, ne? Ich sprich Gott. Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaut? Guck mal, was sie sagen. Ey, lass uns ein bisschen mal gucken, wo wir stehen. Sind wir manchmal nicht in diese gleiche Position? Ich vielleicht schon. Rede ich so mit meinem Herr, der alles für mich getan hat, wir haben eben diesen Theater gesehen, wie ein Bruder sein Leben gegeben hat für den anderen. Soll ich nochmal gegen so einen Bruder hart reden? Mir spricht Gott. Jetzt kommt's. Darum preisen wir die Verächter. Denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und es wird von ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Jetzt kommt's. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen will, mein Erbarmen wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, der ihm dient. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Halleluja! Es ist doch kein Unterschied. Es ist doch ein großer Unterschied, ob du dem Herrn dienst oder nicht. Es ist ein großer Unterschied, sagt Gott. Benny, Halleluja, Mann! Es ist ein großer Unterschied, Leute, wenn wir dem Herrn dienen oder nicht dienen. Jetzt, ich brauche keine andere Fragen, um mir zu stellen. Ihr könnt nach Hause gehen, echt. Es liegt an euch. Und jetzt passt mal auf, was es sein wird, wenn dem Herrn dienst. Es wird ein Buch aufgetan. Und es wird stehen, mein Sohn oder mein Kind, ich hab's gewusst, deine Freunde wollten mich gerne einladen, aber du hast gesagt, ich habe keine Zeit, ich will meinem Herrn dienen. Was ist das für eine
Was ist das für ein Trost, ey? Wenn ich in der Welt, in der Gemeinde diesen nicht Trost habe, dann habe ich nichts bei Jesus. Er wird es mir sagen. Er wird sagen, gut gemacht. Alle wollten nicht zur Konferenz kommen. Der wollte nicht. Er wollte nicht dienen. Aber du hast trotzdem getan. Es ist super von dir. Hat euch ein bisschen, das ist nicht mein Wort, es ist Gottes Wort, okay? Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaut. Und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, wer? Wer ihr? Die Dienen. Ah, die Dienen, okay? Jetzt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihre Flügel. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Aber das. Wisst ihr, wenn die Mastkälber neu geworden sind, die springen so. Die sind so glücklich, so fröhlich. Es ist ein Unterschied, den Menschen, oder es ist ein Unterschied, wenn man dem Herrn dient oder nicht. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ja oder nein? Aber wer ist überhaupt fähig, dem Herrn zu dienen? Das ist die Frage. Wer ist überhaupt fähig, dem Herrn zu dienen? Diakonia, dienen und Dienst. Der Herr arbeitet mit jedem Menschen anders. Der eine dient so dem Herrn, der andere so. Lass uns dem Herrn loben, so wie wir dem Herrn dienen. Aber bitte seid vorsichtig. Verurteilt anderen Bruder nicht oder andere Schwester, wenn die andere Dienst in der Gemeinde tut, als du das tust, okay? Ich kann nicht zu jedem Bruder sagen, du musst so predigen wie ich. Du musst so auf die Straße gehen, so wie ich. Wer gerne dient, er soll vom Herzen dem Herrn dienen. Dieser Mensch, der an diesem Schaufenster gelesen hat, wo er gelesen hat, das habe ich für dich getan. Was tust du für mich? Diese Frage soll jeder für sich selber beantworten. Was tust du für Jesus Christus, wenn du Jesus angenommen hast? Okay, es kann nur einer dem Herrn dienen. Es ist so traurig, wie es ist. Du kannst aus eigener Kraft zu einer Missionsgesellschaft gehen und du kannst sagen, ich will dem Herrn dienen. Aber wenn du Jesus nicht im Herzen hast, so ist dein Dienen doch wohl nicht das, was Jesus will. Es kann nur jemand dienen, der Jesus Christus kennt. Und wenn wir sagen würden, Jesus ist auf diese Welt gekommen und wir haben nicht gesehen, wie er uns gedient hat, kann mir ein Beispiel sagen, wie Jesus gedient hat? Kann mir einer sagen? Erzähl mir ein ganz kurz. Ein sehr gutes Vorbild hat er uns gegeben, ein Beispiel. Ah, Halleluja. Er hat die Füße. Ey, guck mal, in Orient. Der Meister ist Jesus Christus. Er hat seinen Jünger. Er muss normalerweise sagen, wasch jetzt meine Füße. Und in der Bibel steht in Jonas 13, da steht, und Jesus umgürtete seine Lenden, ne, so, und hat so gemacht und hat gesagt, kommt mal her. Die kamen und Jesus wusch ihren Füße. Das ist Jesus. Ich mache mal ein Beispiel, okay? Stellt euch vor, die Königin Elisabeth. Lebt die noch? Okay, ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht. Queen Elisabeth, okay. Ist auch Queen König, ne? Königin. Stellt euch vor, die kommen nach Berlin. Alle Moderatoren, alle Fernseher, Reporter, alle Menschen stehen da und die kommt mit ihrer Limousine und normalerweise denkt jeder, jetzt steigt der Chauffeur aus,
geht hinten rum, macht die Tür auf wie Queen Elizabeth. Und Elisabeth kommt so raus. Und jetzt stellt euch vor, wie Queen Elizabeth oder Königin Elisabeth steigt auf einmal vom Auto aus und geht zum Chauffeur und macht die Tür auf und sagt ihm, bitteschön. Habt ihr diesen Bild verstanden? Das hat Jesus Christus für uns getan. Was sagt ihr? In Markus 10, Vers 45, ein Schlüsselvers. Der Menschensohn ist gekommen, nicht, sondern wofür bist du hier für Jesus? Was sollst du mitnehmen hier von dieser Konferenz? Der Matthäus hat gepredigt von zwei Wegen zu leben. Husam hat gepredigt von Treue. Und das haben wir predigt von Dienen. Was bedeutet überhaupt Dienen? Erniedrigen. Ein Mensch kann Jesus nur dienen, wenn er frei ist von alles, was ihn beschwert. Wenn du heute hier sitzt und Jesus Christus kennengelernt hast, du musst bereit sein, Jesus zu dienen. Wenn du die anderen Sachen nicht loslässt, kannst du Jesus nicht dienen. Wenn man verheiratet ist und man ist mit seiner Frau und man hat eine andere Frau im Kopf, kann diese Frau nicht vom Herzen dienen. Stimmt's? Man muss vom ganzen Herzen Jesus Christus dienen. Er ist würdig, Leute, diesem Jesus zu dienen. Wir haben eben gesehen in diesem Theater, wenn man gesehen hat, was es heißt, einer stirbt für dich. Wenn ihr das gemerkt habt und jetzt gewusst, wenn ihr das wisst, dann braucht ein Prediger nicht mehr viel darüber zu reden. Wir wiederholen uns sowieso das Gleiche. Ich erzähle mal ganz kurz eine Geschichte, okay? Ich glaube, viele kennen das, aber ich erzähle das ganz kurz. Es war damals in England sehr lange her. Das war fast diese gleiche Geschichte wie in diesem Theater. Es war ein Mann, der war sehr schlimm, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Und der sollte auch also aufgehängt werden. Gehängt werden. Und die haben gesagt, morgen um 6 Uhr, wenn es die Kirchenglocke läutet, dann soll dieser Mann aufgehängt werden. Es ist 6 Uhr Abend, alle Menschen kommen auf diesen Platz und wollen schauen, wie dieser Mann umgebracht wird. Der Richter hat gesagt, wenn es die Kirchenglocken läuten, dann soll dieser Mann aufgehängt werden. Es ist 6 Uhr, alle hören auf diesen Leuten von der Kirche und es kommt keine Stimme. Alle werden nervös. Was ist los? Der Mann hängt noch da. Der Richter sagt, geht mal gucken, was ist da oben los? Die gingen dahin und sahen die Frau von diesem Mann an diesen Glocken, die immer hin und her gingen, die nicht laut wurden. Ihre Hände waren zerquetscht, die waren kaputt. Weil diese Kirchenglocke immer hin und her gegangen ist. Die haben die Frau Richter gebracht, kaputt, zerschmettert. Und da sagt der Richter, weil du das getan hast, was für eine Liebe du deinem Mann gezeigt hast, wird dieser Mann um deinetwillen frei. Und wisst ihr, was dieser Mann gemacht hat an seine Frau? Er hat diese Frau gedient. Von ganzem Herzen. Er ist jeden Tag zur Apotheke gegangen. Er hat die beste Salbe für seine Frau geholt. Die Frau durfte nichts mehr machen von ihrem Mann, weil er gesehen hat, dass diese Frau sein Leben gerettet hat. Und er hat diese Frau gedient, sein ganzes Leben lang. Lass uns nicht vergessen, Leute. Wir sind hingekommen zu dieser Konferenz, um ermutigt zu werden. Ich wollte nicht reinhauen. Ich wollte nicht sagen, dass ihr das und das tut.
Aber ich will ganz kurz zu diesem Text zurückgehen und euch einen Vers nochmal, den gleichen Vers nochmal lesen. Ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der nicht dient. Es wird einen großen Unterschied geben, ihr Lieben. Wenn ihr rausgeht, bitte vergisst unsere Predigt nicht. Dient dem Herrn in der Gemeinde. Wenn einer in der Gemeinde nicht dienen kann, kann draußen den Menschen nicht dienen. Wenn einer, der zu Hause nicht dienen kann, kann draußen nicht dienen. Denn die Gemeinde ist ein Ort, wo wir einander dienen, wo wir die Lasten voneinander tragen. Wenn einer in der Gemeinde ist und sich weigert, irgendeinen Dienst zu tun, er hat diesen Jesus, den wir von Bibel her kennen, hat es nicht richtig kapiert. Dient einander. Wenn jemand Konferenzen veranstaltet, ruft ihn an und sagt, wo kann ich dir dienen? Ey, glaub mir, hier draußen ist eine Flasche. Ja? Es wäre echt Hammer, seit gestern steht er da. Ich habe es noch nicht weggetan. Vorgestern. Was für eine Aufgabe wäre das, wenn einer von uns kapiert hätte, hätte gesagt, weißt du was, ich tue was. Ich tue es für den Herrn. Alles, was ihr tut, das tut ihr für den Herrn, oder? Holt einfach diese Flasche weg und sagt, das tue ich für meine Geschwister. Ich diene meinen Geschwistern. Das ist mein Wunsch, dem Herrn zu dienen, von ganzem Herzen, in der Gemeinde. Egal, wo ihr seid, dient dem Herrn. Und es wird einen ganz großen Unterschied geben, Leute, zwischen dem, der Herrn dient, und dem, der nicht dient. Wir verbringen unsere Zeit echt in vielen Sachen, was nicht dem Herrn gefällt. Aber ihr könnt jetzt ein Ende machen und sagt, Herr, ich bin da wie dieser Missionar. Das hast du für mich getan. Was kann ich für dich tun? Amen.